Achso, ich soll. What the fuck war das denn? Coffee Stain Studios. Powered by Unreal Engine. Ja, wir sehen Jump, Headbound, Return, there. Ja, da sind wir. Warum tue ich mir das an? Ganz ehrlich, warum tue ich mir das an? Wir spielen den Goat Simulator. Das Spiel ist heute rausgekommen am 1. April und ich werde das Video am 2. April veröffentlichen. Also, wir spielen einen Ziegensimulator. Also erstmal herzlich willkommen bei einem, ja, gute Frage, wie wir es nennen. Ja, also wir spielen Goat Simulator, press the any key, ja genau, drücke diesen irgendeinen Knopf, was? Drücke diesen irgendeinen Knopf. Also das Spiel ist am 1. April rausgekommen und es soll übelst viele Bugs haben. Also es soll wirklich viele Bugs haben, außer den Crash-Bug, so wie ich das verstanden hatte, auf der Steam-Seite. Es gibt Steam-Ehrungschaften und das Spiel kostet 10 Euro bei Steam, Ziegensimulator. Es soll Open-World-Feeling sein, so wie ich gelesen habe. Also ich habe mir noch nichts angeguckt. Und ich drücke jetzt einfach mal irgendeine Taste. Und wir gehen als allererstes mal in die Optionen. Ah, die Resolution ist noch nicht ganz hoch. Okay, ich stoppe mal kurz die Aufnahme, da habt ihr kurz schwarzes Bild. Wenn, dann wollen wir es doch gleich hier volle Pfund nach oben drücken hier alles, ne? Ja. Jetzt, so, aufnehmen. Ja, jetzt haben wir Full HD-Auflösung. Maussensibilität, ja, okay. Gibt es hier auch noch Optionen, dass ich einstellen kann? Kann wie. Ja. Nein. Hey, da stand vollste Gamepad-Unterstützung. Keybindings. Vorwärts. Alter, ernsthaft? Ich muss das mit Tastatur spielen? Ich wollte das mit. Oh. Okay. Das gucken wir uns jetzt mal nicht an. Wir gehen jetzt einfach mal auf. Wir spielen jetzt einfach mal. Jump over the obstacle. Und das sind anscheinend wir. Wir sind eine verdammt verrückte Ziege. Alter, das Spiel ist so creepy. Okay. Warum kaufe ich mir das Spiel gleich nochmal? Achso, da soll ich rüberspringen. Yeah! Jump over metal bar. Completed. Jumping over an obstacle. Gab 10 Punkte. Ey, da ist eine Ziege, Alter. Gibt's Rivalenkämpfe hier? Ich hab grad eine andere Ziege umgehauen. Kann ich das jetzt mit Gamepad spielen? Nein, warum nicht? Achso, weil mein Gamepad eventuell gar nicht angeschlossen ist. ja, da guckt uns gerade einer zu. Ich versuch mal kurz mein Gamepad anzuschließen. Moment. Ach komm, spielen wir es einfach mit Tastatur. Also man kann es auch mit Gamepad spielen, ich habe nur vergessen, mein Gamepad anzuschließen und... Ja, also... ja... Was scheiße! Was ist das? Reach for the cloud, ey, hikes easy. Yeah, aua. Yeah, Frontflip. aua. Alter, da ist ein Trampolin. Yay. 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 Oh. Das Spiel ist cool. Yay. Okay, warum tue ich das eigentlich? Flipping easy, ah geil. Knock an object. Ja, yeah, komm, wir springen höher und höher. Aua. Da ist noch eine Ziege.
Komm, die Ziege holen wir uns. Alter, das ist gar nicht so einfach. Bäm, umgehauen. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich da geholt habe. Knock an Object. Ja, was soll ich denn... Ah, okay. Ah. Broke a fence. Ja, wir randalieren hier alles. Was passiert, wenn ich das Auto randaliere? Ja, wir können ein Auto zur Explosion treiben. Achso, ich soll... What the fuck war das denn? Leute, was spiele ich hier eigentlich gerade? Ja, wir machen hier alles kaputt. Was passiert? Fahren hier Autos? Ja. Aua, oh, oh, oh. Okay, Tierschützer sollten jetzt am besten ausschalten. Knocking easy. Okay, wir haben es geschafft. Oh, that goat is a kind of flying. Ah, wir sollen 6 Sekunden fliegen. Das geht doch am besten mit dem Trampolin, oder? Biggest combo easy. Okay, okay, okay. 2 Sekunden. Alter, wie hoch kann man denn... Als Ziege vor allen. Gott, was ist das? Komm, schaffen wir das? Schaffen wir das? Ne, ich glaube, höher kommen wir nicht, ne? Wir müssen einen anderen Weg finden, um zu fliegen. Woo, woo. Aua. Okay. Komm, machen wir mal. Aua, oh. Hit by a car. Also man kriegt hier wirklich für jeden Scheiß Punkte. Yeah. Complete, Hand. Da ist gerade ein Mensch gegen ein Auto gelaufen und das Auto macht bumm. Kann ich ein Haus kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Da knackelt nur der Kopf. Ey, das ist so ziemlich... Partycrasher! Alter, die brennen! Alter! Biggest combo normal. Get a really big ass combo. Ja, aber wie komme ich jetzt zum Fliegen? Aua, ich habe mich abgeledert. Yeah. Alter, da ist eine Rutsche. Kommt man da irgendwie über die Wand, ohne sich das Genick zu brechen? Warum ist in dem Pool... Ah, warte mal. Also, ja, wir... wir sind eine sehr merkwürdige Ziege. Alter, die bleibt ja echt überall hängen. Ist das eine Treppe oder? Ja, Alter, man kann sogar steile Treppen. Nein, du sollst hoch laufen. Nein, nicht loslassen. Geh da hoch jetzt. Verdammte Scheiße. Du sollst hier hochgehen. Na, das Spiel ist wirklich verbuggt. Also das ganze Spiel läuft über Steam. Ja, ist auch von Steam Workshop unterstützt worden. Kann man das so sagen? Ja, von Steam Workshop wird das mit unterstützt. Wow! Wow! Yay, ich glaube, wir sind so gut wie tot. Und wir haben 4 Sekunden geschafft. Hey! Wo? Man kann Leitern hochgehen als Ziege, richtig? Ob ich es schaffe, von den Kran auf das Trampolin zu springen? ja, also unser Kopf geht... geht ein wenig durch die... aber wir können sogar ranzoomen. Oh, ist das geil. Hm. Wir gehen auf gefährliche Höhen. Kommt man von hier aufs Trampolin drauf? Oder es geht noch höher. Aber von der anderen Seite. Oh Gott, das ist auch noch balancieren hier. Ich will wenn dann von ganz oben runter. Aha. Ja. Yeah.
es funktioniert. Und der Kran ist sogar zufällig in diese Richtung. Guck mal, noch höher? Nee, wir sind schon ganz oben. Ich müsste jetzt von hier aufs Trampolin springen. Schaffen wir das? No risk, no fun! Ah, Kacke! Aua, aua, vielleicht hätte ich es mit einem Sprintsprung machen müssen. Au, au. Jump on the trampoline. Und da rutschen wir. Au, au. Komme ich hier auch anders raus? Ja, komme ich. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden, um die 6 Sekunden zu fliegen. Da möchte ich mich jetzt ungern nochmal hochklettern. Ich habe auch keine Ahnung, was man hier noch alles so machen kann. Alter, geht das Ding in die Luft, wenn ich's ram? Yeah! Aua, aua, aua. Bam, 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 bam. Ja, ah, man kann auch kicken. Ja, komm, machen wir es kaputt. Ja. Aua. Yeah. Yeah. Alter, eine Tankstelle. Feuer! Aua. Skillshot. Uff. You know what to do. Michael Bay. Ich habe gerade eine komplette Total Score Easy. Ja. Ja, alles kaputt machen hier, was geht. Ziegelrandale und... Aua, ich habe mich abgeledert. Mann, komm, hau ab, du Scheißschrank, ich will hier raus. Habe ich gerade den Ausgang blockiert? Also, ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu dem Spiel ist. Also bisher muss ich sagen, es macht, komischerweise macht es Spaß. Es macht wirklich Spaß. Aber ich bin noch nicht wirklich irgendwie durch die Gegend geflogen. Himmlen, lalala. Was gibt's denn hier noch so für Möglichkeiten? Kann man hier noch weiter durchlaufen oder ist da Ende der Karte? Es ist dunkel und hier ist Ende der Karte. Wie es scheint und es ist dunkel und ich habe keine Ahnung, wo es längs geht. Ah, okay. Okay, das heißt, das ist so ein bisschen... Damn! Headbound Car. Aber das ist nicht explodiert, das ist ja grob. Da fliegt eine Ziege, verdammt. Okay, da müssen wir hin. Die kam von rechts. Die Musik ist auch sehr geil. Wir müssen da irgendwo hochkommen. Okay, laufen wir mal wie eine Ziege durch den Wald und... Kommen wir da hoch? Aua, ja. Clipping-Fehler, hallo. Clipping-Bug. Also das heißt, wir dürfen hier nicht weiter. Oder? Was ist denn hier passiert? Alter, what the fuck ist das? Woo. Aua. Was passiert hier? Passiert hier irgendwas? Sterbe ich? Ich warte jetzt einfach noch mal ein bisschen. Denn das Herzklopfen wird lauter. Ja, wir sind eine böse Ziege. Es sieht echt verdammt merkwürdig aus. So, Third Person. Ich habe keine Ahnung, ob wir da vielleicht irgendwie später was machen müssen. Wuhu, au. Au. Ich habe mich auf den Arsch gelegt. Ich möchte jetzt aber schon gerne... Aua.
Wow. What the fuck ist das denn? Alter! Aua. Okay, wir haben die 6 Sekunden geschafft. Perform a successful Double Front or Backflip. Die Wasserrutsche sieht doch gut aus dafür, ne? Aua. Den einfachen kriege ich hin. Kommt man hier so hochgelaufen? Ja. Yeah. Okay, auf geht's. Jetzt hüpft die Ziege hier rum. Und, aua. Aua. Wow. Au. Was spiele ich hier eigentlich? Ganz ehrlich. Auto, nehme ich mit. Bam. Wo soll ich? Oh ja. Komm, nimm mich mit. Nimm mich mit. Bam. Und nochmal. Bam. Oh, Alter. Das ist doch nicht... Oh. Aber wir sind eine sehr robuste Ziege. Wir halten echt viel aus. Was passiert denn, wenn ich die Dinger da mache? Aua. Ich sollte nicht unbedingt da reinlaufen. Ah, okay. Wir können hier in die Wohnung. Yeah. Geh mal hoch. Wir gehen mal hoch. Aber die Tür kann ich nicht kaputt machen. Ja, komm. Aufnehmen ist hier nicht. Randale machen ist hier. Alter, dein Bein glitscht durch die Wand. Aua. Oh, ich hab mich abgeledet. Komm, lass mich raus, du dreckiger Stuhl. Ja, viel zu zeigen gibt's hier wahrscheinlich nicht mehr. Hallo. Ah! Yeah, knocking hard. Where's my mommy? Ja, die habe ich gerade unter Stühle begraben. Also wir haben schon ganz viele, aua, ganz viele Skills, sage ich jetzt mal, oder Aufgaben erfüllt, die wir noch gar nicht hätten machen müssen. Okay, warte. Erstmal gerade hochfliegen. Mann, ey. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil man immer so seitlich springt. Und eins. Ja, was mache ich? Oh. War nicht witzig. Nein, war nicht witzig. Eins, zwei. Aua, du sollst stehen bleiben, verdammt. Komm schon. Eins, zwei. Aua. Mann. Ich will doch nur einen doppelten Frontflip hinkriegen. Oh, da hinten waren wir doch nicht längst, ne? Eins und... Wo kriegt man bitte einen doppelten... Alter, was war das für eine Zunge? Lass mal hier längs laufen, durch die Felder. Also so einen einfachen Frontflip kriege ich ja hin, ne? Was passiert hier? Guck mal. Alter, was seid ihr denn für... Wow, oh, was? Aua. Wow, das ist ein Kampf hier. Ja, komm her. Komm her, du doofe Ziege. Alter, das ist alles mit Blut beschrieben. Ernsthaft? Komm schon. Ja. Aua. Ja. Fuck, ich hab verloren. Okay, komm, du Mistviech. Dich kriege ich hier auch noch raus. Alter, ernsthaft, wir machen hier gerade Ziegenkämpfe. Nein. Okay, und mit Anlauf. Ja. Du sollst rausgehen, du Mistviech. Komm, schieben. Ja, wir haben gewonnen. Ja. Aua. Such a badass. Komm.
Alter, sind wir misshandelt? Wieso verändern wir unser Aussehen? War das jetzt alles hier? Wir sehen gerade ziemlich misshandelt aus. Soll das Spiel einen zum Nachdenken bringen? Also anfangs ist ja schon sehr witzig, ne? Aber man sieht ja, was für Arschlöcher eigentlich so die Menschen sind, wenn die solche... Alter! Die Fliegen haben aber bald. Wo kommen die her? Ich will auch. Mädel? Du hängst da ein bisschen... Du hängst da ein bisschen komisch. Tja, lassen wir sie mal hängen, ne? Nachdem sie uns das angetan hat. Wo ist sie hingeflogen? Okay. Auf jeden Fall werden hier Kämpfe mit Ziegen gemacht. Daily Routine. Okay. Also ich bin wirklich kein Freund von solchen Tierkämpfen. Überhaupt nicht. Alter, hier wird Ringelpizza oder wie heißt das? Gespielt. Das Spiel ist wirklich sinnlos. Ja. Das Auto driftet hier also rum. Aua. Und bei Hillbilly. Also man merkt auch ganz ehrlich, was für Arschlöcher die Menschen sind hier gerade. Die geben keine Rücksicht. Aber... Ja. Wir sind die Randale-Ziege. Den hauen wir auch noch rum. Komm schon, komm schon. Komm schon. Er ist zu schnell. Manu, ich möchte ihn... Ah, warte mal. Wenn er sich hier vorne rumtreibt, ne? Kommt die Explosion bei ihm an? Wow, was? Okay. Ich denke mal, ich werde das Video bei einer halben Stunde kappen. Alter, ist das Stonehenge da hinten? Also wir sehen wirklich misshandelt aus, aber auch kräftig mittlerweile. Ich glaube, wir haben uns ein wenig verändert. Ah, cool, wir können hier diese Steinskulpturen kaputt machen. Trash the Gotten. Okay, das war sogar eine Aufgabe. Wir müssen jetzt nur immer noch einen doppelten Frontflip schaffen. Aua. Und ich finde, ich glaube, der ist am einfachsten hier rüber, oder nicht? So. So. So, und eins, zwei. Nein, man bleibt nicht stehen, wenn man aus der höchsten Höhe kommt. Super Secret Tunnel. Yeah. Müssen wir die ganzen Sachen machen, um stärker zu werden? Um vielleicht einige Sachen später machen zu können? Bam! Bam! Aua. Yeah. Aua, okay, das war zu hoch. Eins, zwei... Ah, warte mal, wenn ich da auf die Matratzen lande, ne? Nein, wir können nicht stehen bleiben, das ist kacke. Also einen einfachen Frontflip kriege ich hin, aber... Ne, da komme ich nicht hoch. Einen einfachen. Vielleicht hier an der Baustelle. So, ich versuch's jetzt noch einmal von der Baustelle. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu dem Spiel. Also ich habe dafür jetzt gerade... Aua.
Also wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr das Spiel haben wollt, bei Steam für 10 Euro. Aua. Ist am 1. April rausgekommen. Ja. Nee, da kann ich aber auch nichts machen. Ich versuch's jetzt nochmal hier. Wo haben die Ziegen ihre Flugdinger her? Ich will auch so ein Ding. Und ich will wissen, was es mit dem roten Ding da hinten auf sich hat. Also, ich mach gleich ein Fazit zu dem Spiel. Okay, wir versuchen es noch zweimal. Einmal mit dem Doppelfrontflip auf den Trampolin und einmal auf diese Kiste dort zu kommen. Denn auf dieser Kiste scheint was zu sein, was ich haben möchte. Oh Gott. Aua! Ah, hier oben wird nicht rumgemacht. Wie komme ich denn da hoch? Wow. Also auf Matratzen kann man auch springen. Aber. Ja, es ist immer nur ein einzelner Frontflip. Jetpack? Ernsthaft? Nein, jetzt ernsthaft? Drück R zum Benutzen. Wow. Alter, was? Kann man das Ding irgendwie steuern? Ich möchte das Ding gerne steuern. Meines dreht lediglich nur durch. Mit dem Ding komme ich aber vielleicht da oben rein. Okay, haben wir das auch schon mal gesehen? Ja, Alter. Schaffe ich damit einen Doppel-Frontflip? Okay, ja, Crash in die Kantstelle. Aua. Wow. Alter, komm. Ach nö, darüber weg. Nein, aua. Komm schon. Steuer dich ordentlich. Wir haben auf jeden Fall ein Jetpack. Ja. Braucht sich das Teil auch irgendwann auf? Yay. Aua. Muss ich vielleicht eventuell gar nichts finden? Man versucht das Ding irgendwie zu steuern, aber es funktioniert nicht. Bäm. Okay. Ja. Ich hänge hier irgendwie. Ich hab mich eingefangen. Was ist hier? Das andere Ding da jetzt. Alter, das Ding schießt Bälle. Wie komme ich hier verdammt nochmal raus? Naja. Ich würde sagen, mit dem Kopf durch den Zaun. Ja, ich möchte hier auch gerne wieder rauskommen. Also ich denke mal, ich habe mich jetzt gerade festgebackt. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft, mich festzubacken, so dass ich nicht mehr weiterspielen kann. Ja. Das ist ein guter Punkt, um das Spiel zu beenden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Also, ich muss ehrlich sagen, mein Fazit zu dem Spiel ist... Was? Ja, es macht Spaß anfangs, aber es wird auch sehr schnell langweilig. Muss ich ehrlich sagen.
Mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Sinn. Warum? Aber ich meine, es ist ein Ziegensimulator, der wirklich echt übertrieben ist. Ja. Wenn ihr mehr von solcher Staffel haben wollt, also wo ich ein paar Spiele anteste, so ein paar Indie-Spiele oder Early Aces oder irgendwelche Spiele einfach nur anspiele, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Empfehlen es zu kaufen. Ehrliche Meinung, nee, nicht wirklich. Also 10 Euro ist dann doch zu viel. Also wenn es im Angebot ist für, keine Ahnung, 2,50, 5 Euro. Ja, 5 Euro wäre mir auch noch zu viel für das Spiel. Für das für 2,50 im Angebot wäre klar, kann man es machen für so ein bisschen Spaß. Also anfangs macht es auch wirklich Spaß und langsam geht mir dieses Geräusch auf den Sack. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich gerade zum allerersten Mal seht, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und tja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, ich bin raus. Bis demnächst.